Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Ruby Destiny Rescue Rangers. In der letzten Folge stand das Turnier der Rettungsteams an, das nicht schwer war. Und es gab mal wieder einen sinnvollen Bosskampf gegen ein legendäres Pokémon. Weiter in der Story. Bevor irgendwas anderes kommt, nimmt das. Oh, jeder hat den 7. Orden? Ja, alle habt sie verdient. Okay, danke. Ja, guten Morgen übrigens. Ich glaub, nach euren kleinen Ferien seid ihr alle entspannt. Das waren für mich Ferien. Naja, jedenfalls haben wir ein paar Neuigkeiten, seit ihr weg wart. Wir haben entdeckt, dass ein neuer Berg im Rainbow Shade entstanden ist. Außerdem, wir haben ein paar News, dass die Elemental Guardians und jetzt unter der Kontrolle der Schatten sind. Bitte was? Und Shadow Valley ist jetzt ein sehr gefährlicher Platz. Es wurde gesagt, dass da jetzt mysteriöse Spiegel sind. Aber auch so müssen wir durch dieses Bergsgebiet. Wir müssen den Schatten auf jeden Fall stoppen. Ja. Die Musik. Das ist Shadow Valley. Ja, genau, das dachte ich mir auch gerade. Das sieht nicht so aus wie letztes Mal zu ihr waren. Ja, und diese und das sind die Spiegel, über die jeder geredet hat. Ich denke schon. Sie haben auch gesagt, die Reflexion wird echt bekommen. Echt bekommen? Wird echt und angreifen. Also müssen wir vorsichtig sein. Aha. Das heißt, ich kämpfe jetzt gegen Pikachus oder was? Es ist ein Spiegel. Der Spiegel hat Günther reflektiert. Und das ist jetzt ein Legi. Die Musik passt perfekt. Und da, was auch ein Fehler ist, 26, 25. Das Ding ist schwächer gelevelt. Ah, muss ich hier gegen all meine Team-Member kämpfen? Ich dachte vor allem, zumindest für den Spiegel hätte ich erstmal meine... Ruhe. Stimmt, ist das Moveset eigentlich... Nee, das Moveset kann gar nicht dasselbe sein, weil gerade eben, Endivie Lichtschild oder sowas benutzt hat und das habe ich nicht. Level 28. Wenn, dann bräuchte ich eine Feuerattacke, eine gute. Pikachu und Dratini sind stark drunter inzwischen. Ja, wo genau muss ich denn jetzt lang? Hier ist eine Sackgasse. Oh Gott, natürlich auch noch das stärkste Mon in meinem Team. Aber da es nur Kacke macht... Warte, Pikachu... Seit wann kann ein Elektro-Pokémon paralysiert werden? Das heißt, ich kämpfe jetzt die ganze Zeit gegen meine... Ich kann sogar flüchten. Ich kämpfe jetzt die ganze Zeit gegen meine eigenen Teammates. Mit einer Legi-Musik. Dratini kann zumindest sehr effektiv auf einen von den möglichen Gegnern angreifen. Flamely halt. Und gegen die Dinger, die hier wild rumrennen anscheinend auch. Natürlich Endivie, kein Bock. Ja klar, Endivie und Günther, nur nicht Flamely. Flamely ist gerade das Ding, das ich gebraucht habe und...
erstmal. Ich bin ja gar kein Wasser-Pokémon, fällt mir gerade auf. Bin ich kacke? Also natürlich bin ich das aber, ne? Das war eine rhetorische Frage. Und ich komme hier wirklich nicht weg. Ja dann, das wäre ein bisschen dumm gewesen. Hey. Wirklich, hier ging es nur um Item. Um eine Zitrusbeere. Und natürlich muss ich auf dem Rückweg auch noch die Kämpfe machen. Willst du mich verarschen? Gibt's eigentlich keine Heilpflanzen oder sowas? Dann würde ich sagen, auch wenn Schwalbus eh schon der overleveltste Keck hier ist. Ich kann halt am besten auch so fliehen, aber hier so einen Kampf kann man ja auch mal machen. Warte, da unten war ein Heilstein. Ja, schön für dich, dass du da bist. Wie komme ich da hin? Das ist so unnötig. Wirklich, das Ding hat mit einem KP überlebt. Das war nicht mein Plan. Level 30, Schwalbus ist einfach broken. Ich sollte hier keine Dinger mehr bekämpfen. Nein, keine bekämpfen. So, jetzt wo ich geheilt bin, kann ich auch wieder wen anders vortun. Die Musik hier ist auch fucking weird. Ich wünschte halt, ich wüsste, wo ich lang muss. Ich wollte nicht nochmal fliehen. Ich habe inzwischen kapiert, dass ich das nicht kann. Gegen dich aber schon. Und gegen dich muss ich's gar nicht. Dachte ich. Alter. Ey, nee, ich bekämpfe jetzt nicht noch einen Spiegel. Alter, diese Gegend. Ich glaube, ich kann hier nicht fliehen, war klar. Nee. Alter, oh, das Ding ist jetzt krank drauf. Okay, tot. Zwei Kämpfe. Alter, ist das dein Ernst, dass das Ding noch ein KP hatte? Ja, okay, vor allem die hier kann ich fliehen. Die Gegend hier ist nicht einfach. Alter, nervt es gerade. Nee, das wäre ein dummer Switch. Das eigentlich aber auch. Ich habe halt nicht mal eine Ahnung, wo ich lang muss. Hier ist nur ein einzelner Spiegel, Flemly. Ist das der, wo ich schon war?
Ich hab keine Ahnung, wo ich bin, wo ich hin muss, was hier los ist. Ja, das ist das, wo ich vorhin schon mal war, aber wenn ich jetzt auch hier bin. Warum kannst du mich nicht flüchten lassen? Und warum drücke ich immer Use Next Pokémon? Ich glaube, so müsste ich vor eigentlich jedem fliehen können. Da unten ist irgendwas. Wenn ich hier nach rechts gehe. Irgendein goldener Schatz. Alter, triggert mich das gerade. Das ist ja komplett unnötig. Aber der ist auf jeden Fall besonders, das ist klar. Ich hoffe, der ist auch das Ziel. Vor allem jedes Mal diese komplett überepische Musik. Was ist das? Kein Plan, lasst uns behalten. Ja, schön, das hat mir jetzt offensichtlich nicht so viel gebracht. Rose, Günther. Einen kaputten Spiegel habe ich gerade bekommen. Alter, tut mir leid, dass ihr euch das antun müsst. Ich habe hier gerade auch nicht so viel Bock. Das ist echt unnötig. Vor allem, dass auch noch jedes Feldspiegel einen scheiß Kampf beginnt. Mir tut langsam hier schon die Hand weh, mit der ich die ganze Zeit den Y-Knopf und die Leertaste spam. Oder exakt Y-Spam und Leertaste gedrückt halt. Alter, ich krieg hier gleich einen Anfall. Und dann, wenn mal kein Spiegel da ist, müssen natürlich auch noch solche Viecher auftauchen, ne? Ich gehe jetzt hier hin in der Hoffnung, dass ich was finde. Aber ich sage, ich habe keinen Bock hier noch lange rumzurennen. Wenn ich gleich nichts finde, wenn ich den Weg hier... Dann gehe ich gleich mal im Internet gucken. Da drüben, wo der Heilstein ist, gucke ich noch. Ansonsten komme ich YouTube. Weil das ist doch echt unnötig. Und ich wette, der lässt einen dann noch einen ganzen Dungeon wieder zurückrennen, ne? Ah, natürlich wieder ein schön großer Spiegel. Eine Treppe. Alter, danke. Nur, wie viele Kämpfe hier anscheinend noch vorher sind. Vor allem habe ich das Gefühl, dass ich jetzt dann komplett underleveled sein werde. Ich mache jetzt lieber noch ein, zwei Mal den da. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass mich irgendwer ruft und ich es nicht höre mit dem Headset. Aber wenn ich es... Für einen Moment absetze es nichts. Alter, geht doch weg. Level 29, vielleicht mal switchen.
kann nicht fliehen, klasse. Was ist denn jetzt da los? Ich hoffe, man hört das nicht so sehr. Komm, ein letzter Kampf noch. Da fehlt ein Stück im Spiel. Ich pack's rein. Nichts passiert. Das wird noch irgendwas bewirken. Aber ich bin jetzt nicht mehr in der Höhle, bei der an jedem Rand irgendein Kack sein kann. So ein hässlicher Spiegel, ne? Und ich bin da gerade so froh. Ist das, ich glaube, das aus der Gilde heißt Justin. Ja, was wollt ihr? Wir müssen den Schatten so schnell wie möglich stoppen, also nervt nicht. Schön für dich. Wieder sehr freundlich. Und apropos freundlich, ich mach dich kaputt. Ich kann nicht flüchten. Ich will... So... Das Traurige ist, das Ding macht mir... Ich heile gefühlt den ganzen Schaden, den dieses Mauzi macht, instant wieder weg. Warte, hier regnet's. Ja, das hier draußen ist schon viel besser zum Zocken als der Kack da drin in der Höhle. Ah, die Weiterentwicklung gibt's ja auch. Du bist mir zu hässlich, dich bekämpfe ich nicht. Warte, war da wieder ein goldener? Nee, das war scheiß Karpilz. Oh Gott, wenn sogar die wilden Pokémon hier schon über Level 20 sind. Ich habe echt das Gefühl, ich krieg Levelprobleme. Ich will halt auch nicht überleveln, sondern hier eher lieber ein bisschen drunter sogar. Aber ich habe das Gefühl, dass ich zu weit drunter fallen könnte. So, weitere Gildenmember. Klasse Platz da oben. Das Einzige, was ich mich frage... Warum stehen die denn eigentlich einfach nur rum und laufen auf der Stelle, anstatt vorwärts zu gehen? Regen tut weh. Aber wir müssen den Schatten aufhalten. Apropos, das würde schneller gehen, wenn du dich nicht in meinen Weg stellst. Danke. Aha. Warte, da oben ist auch eine Heilpflanze. Danke. Fucking Arbok. Ich sagte fucking Arbok. Level 28. Pikachu braucht halt an sich ja auch jetzt noch das Level. Oh, jetzt das Wasser. Boah, ein Glück, dass ich Donnerblitz hab. Donnerblitz ist so viel besser als Donnerschock, Alter. Ich will gar nicht wissen, wie nervig das Leveln von Pikachu sonst wäre. Zack. Zack. Ah. Die Höhle sollte hier irgendwo sein. Warum teilen wir uns nicht auf? Das klappt doch immer. Ja, genau. Ich gehe hier lang.
Das Wasser ist kalt und der Wind auch. Ich verstehe es nicht. Warum ist das hier? Warum wird dieser Ort Regenbogenschatten genannt? Shade dürfte Schatten sein, zumindest. Habt ihr die Höhle schon gefunden? Jetzt hetzt mich nicht. Keine Spur. Okay. Oh Mann. Das Wetter wird immer schlimmer. Wir sollten die Höhle besser finden. Lass mich raten, da oben ist die Höhle. Ah, die Höhle, endlich. Was ist? Ich hab die Höhle. Was ist? Ich hab die Höhle. Was? Ich hab die Höhle. Oh, brüll doch nicht so. Wir sind willkommen. Ja, Gott. Was ist denn drin? Das ist merkwürdig. Ich fühle ein merkwürdiges Gefühl, guter Satz. Der Schrei, ich weiß, was das ist. Und bitte was? Nein! Angelallen! Du kommst hier nicht durch! Bereite dich! Boah! Was? Autsch! Günther! Günther! Ja, so heiße ich. Günther, alles okay? Ja, ist schon okay, glaube ich. Jetzt hört mir mal zu! Nee, du hörst hier jetzt zu! Eure Zeit ist rum, ihr könnt nicht wegrennen. Angelallen, Devihel, sind sie wirklich verflucht? Das klappt so nicht, Günther. Ah, geht schon. Okay, ich bringe euch um. Und das ist jetzt hoffentlich nicht deren Ernst. Ich muss jetzt einen Doppelkampf machen. Ich hatte schon im Kampf gegen einen von den beiden Problemen. Ist das dein Ernst? Angelina hat seit dem letzten Kampf ein Level gepusht. Ich habe damit gerechnet, dass die beide auf 30 sind. Das macht's zumindest ein bisschen besser. Ja. Himmelsbeam, Leute! Himmelsbeam! Ich gehe auf dich und ein Hit noch. Alter, ich mache ja übel Damage! Ja, Sheesh! Quick Attack, zack. Verfehlt. Ich hoffe, dass er nicht, dass das Vieh nicht so oft den Heaven Beam benutzt. Ansonsten, nee, warte, hier, du machst, du sorgst dafür. Alter, wie viele Zitrusbären habe ich inzwischen? Wo habe ich so fuck viele her? Genau, das machst du. Und du probierst das Ding auszuschalten. Komm, ein einziger Hit und ich habe den Kampf richtig stabil gewonnen. Ja gut. Der erste gegen nur Angelallen war so viel schwieriger. Ich weiß nicht, was das jetzt war. Kann sein, dass ich sogar weniger Erfahrungspunkte bekomme. Body Slam brauchst du nicht. Gewonnen. 8800. Oh, ich bin rich. Das stimmt nicht. Nee, sind stärker als ihr dacht. Nein, wir sind nicht stärker als ihr dachtet. Ihr seid schwächer als ich dachte. Ich fühle mich schatten. Günther. Ja, hallo. Das ist schlecht. Wir sollten zurück zur Gilde. Lass uns rübergehen. So, ja, Wundert mich ehrlich gesagt nicht. Ich meine, dieser Himmelsbeam war offensichtlich komplett overpowered. Der hat alles gewone-hitted. Egal was für ein Level. Ah, Pikachu, du hast dich erholt. Ja, was habe ich verpasst? Ich war dabei, euch wieder zurückzusenden. Du wirst hier bleiben und dich ausruhen. Was? Wie wir vorhin gesagt haben, wir gehen nicht ohne Günther. Ich gehe.
dann willst du mich jetzt komplett verarschen, du dummer Keck. Beweise mir, dass du es nochmal schaffen kannst, Doppelteam. Willst du mich gerade verarschen? Willst du mich jetzt... Also... Warte, bist du Gesteinstahl? Ich glaube schon. Ich habe gerade überlegt, ob es Bodenstahl oder Gesteinstahl ist. Und die Psychokinese ist einfach zu broken. Und ich glaube, das hat keinen Damage gemacht. Ich wechsle lieber in Divia. Mal im Ernst, fucking Psyana ist zu OP. Und dieser Kampf ist übrigens mal wieder sehr sinnvoll, muss ich sagen. Ich meine, ist ja nicht so, als ob ich mich über fast jeden Bosskampf aufrege. Den davor, der war zu einfach, aber hat storytechnisch reingepasst. Anders als der hier. So, schwer war das genauso wenig wie der davor. Wir haben euch gut trainiert. Oh cool, ich krieg Lohn. Gut, du kannst gehen, aber sei vorsichtig. Erinnert euch dran, wen ihr bekämpft. Ja, ich glaube, jetzt muss ich mich mal holen. Wir schaffen das. Ja, ist mir klar. Wir sehen uns in der nächsten Folge hinter dieser Kackhöhle wieder.